Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Map. Retreat, genau, Retreat hieß sie. Eigentlich auch eine recht geile Map, muss ich zugeben. Da haben sie sich wieder in das Pink irgendwie verliebt. Alles wieder ein bisschen pink. Und der Modus Herrschaft. Oh ja, und mit der nächsten Waffe. Ich glaube, das war eine AK. 47 irgendwie, wenn die so 47 heißt, keine Ahnung. Da hol ich auf jeden Fall gleich einen weg, ja. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr schön gefreut, dass ich nicht gleich sofort da wieder instant down gehe. Naja, was soll's. Auf jeden Fall geilster Name ever. Und links habe ich gerade gelesen, Wilfried Lichwixen. Wilfried Lichwixen. Ist natürlich Hammer. Und ich hatte nebenbei mein Stream auf online gestellt, damit mir ein paar Leute nachjoinen können. Und da haben sie bestimmt... Oh, Alter. Da sind ein paar bestimmt nachgejoint, keine Ahnung. Boah, kennt ihr das? Wenn ihr so einen ganz, ganz leichten Schnupfen habt, oder ich weiß nicht, was es ist, ne? Und ihr redet und irgendwie wird eure Nase ein bisschen zuer und zuer. Und dann könnt ihr auf einmal nicht mehr reden, weil ihr irgendwie atmen müsst oder keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall richtig scheiße. Besonders für das Let's Play. Auf einmal... Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz schön scheiße. Und für die Leute, die jetzt gerade irgendwie erst einschalten und nicht den vorigen Part gelesen... Ja, gelesen. Genau. Ihr habt's gelesen, oder? Nicht den vorigen Part geguckt habt. Das alles nachkommentiert. Für die Leute, die es noch nicht bemerkt haben, warum ich ganz chillig hier bin, so la la la. Und COD ist eigentlich ein schnelles Game irgendwie und dass ich nicht hier die ganze Zeit rumgucke wie der letzte Vollspaß. ja, das alles nachkommentiert. Und da ihr wahrscheinlich auch nicht den vorigen Part gesehen habt. ja, ich habe mir gedacht, ihr könntet doch einfach mal, wenn es mal wieder live wird, also live kommentiert wird, könnt ihr mir doch auch einfach mal in den Kommentaren ein komplettes Klassenset schreiben. Also von den Waffen her, von den Perks her, also ein komplettes Klassenset. Und das werde ich dann im nächsten Live-Spiel benutzen. Einfach mal. Und ich lege noch einen drauf, das habe ich noch gar nicht erwähnt im vorigen Part, was ich eigentlich noch vorhabe. Und zwar werde ich dann noch dazu... So, passt auf, der Laserskill hier nebenbei, by the way. Ja, wie man sieht, komme ich mit diesen Abschussserien auf jeden Fall wunderbar klar. Also, ohne Spaß. Ich bin der absolute Freak, was das Abschussserien-Gedöns hier angeht. Besonders dieser Laserstrahl, damit komme ich super klar. 50 Kills gleich instant. Wie die 50 Kills zusammenkommen, dann, ja, ich habe sie halt noch schnell am Spawn alle gekillt, wisst ihr? Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall werde ich auf jeden Fall noch einen drauflegen. Und zwar werde ich den Kommentierer einfach mal auch vorlesen. Also wer das auch immer vorgeschlagen hat, dieses Klassenset. Ich weiß nicht, aber da freuen sich bestimmt ein paar Leute, da feppen sich ein paar Leute drauf ein ab, wenn ich ihren Namen erwähne, von wegen... Oh, oh, der Sio hat meinen Namen erwähnt. Oh! Irgendwie so eine Art, keine Ahnung. Und ich muss sagen, in der Runde bin ich eigentlich recht gut abgegangen mit der AK-12. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja, gerade erwähne ich sie und dann schon eine Granate in die Fresse bekommen. Das passiert eigentlich nur im Live-Kommentar. Irgendwie, wenn ich sage, hey, ich bin so gut gerade und dann auf einmal nachkommentiert, ich bin jetzt eigentlich gut gerade. Guck mal, ich bekomme noch nicht mal die Kills, ey. Die waren eigentlich recht easy, aber nee. Ich werde auch in irgendeinem Part den Laser raushauen. Es wird auch passieren, dass ich in irgendeinem Part überhaupt mit gar keiner Abschussserie spiele, außer halt mit einer Drohne, glaube ich. Und mit einer Granate auch nicht, denn die benutze ich auch momentan überhaupt nicht mehr. Denn ich brauche halt das Gedöns, ehrlich gesagt, nicht so eine Abschussserie. Besonders finde ich die Abschussserien, fiel mir mal so nebenbei auf, in COD Advanced Warfare gar nicht so prall. Denn es gibt irgendwie nur manuelle Abschussserien. Also, jedenfalls habe ich das so gelesen. Also, da stand nur manuell, 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 manuell. Es gibt keine Abschussserie, die automatisch ist. Außer vielleicht das Geschütz, glaube ich jedenfalls. Das frage ich mich auch noch. Ich habe ja schon alles aufgenommen schon. Und da gab es ein paar Parts. Da haben sie überall Geschütze hin positioniert. 2, 3 Stück an der Zahl. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich die ganze Zeit mehrere Deppen da standen mit ihrem Bildschirm und haben das Geschütz da irgendwie gelenkt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da kann man die Geschütze vielleicht doch irgendwie
so machen, dass es irgendwie automatisch so geht. Dass man sie nicht selbst irgendwie setzen muss. Und da kommt wieder der geilste Skill ever mit dem Luftaufklärer. Pass auf. Pass auf. Ich weiß auch gar nicht, was man mit das Ding machen kann. Kann man damit killen irgendwie? Achso, da war die Runde vorbei. Ich dachte im live kommentierten Dingenskirche, dachte ich eigentlich, da hat mich jemand weggeschossen, aber nee. Naja. Der Harty ist sogar auch am Start, seht ihr? Der Harty. Oh Mann. Ja. Halbzeit. Noch ein paar Minuten und dann haben wir es wieder mal bestanden. Beziehungsweise überstanden. Dieses Nahkommentiererei. Und jetzt nehme ich mal wieder die A-Flagge ein. Juhu. Denn in der folgenden Runde habe ich es ja leider nicht geschafft. Denn irgendwie bin ich da irgendwo total falsch rumgelaufen. Schon wieder. Boah, ich hasse das. Das geht mir richtig auf die Eier. Da wird die Nase zu und... Das ist eigentlich auch ein richtig geiler Camper-Spot, außer natürlich, wenn der Typ da von vorn kommt. Da war wieder der Harty. Komm ich leider nicht, oder doch? Ne, der geht davor schon down. Ja. Achso, ich kann ja mal so nebenbei raushauen, was denn euch noch so erwartet an Let's Plays. Und zwar... Weiß ich selbst nicht. Nee, Spaß beiseite. Outlast werde ich auch noch irgendwann mal let's playen, wenn ich mal wieder den Mut habe. Und am liebsten würde ich mir, ehrlich gesagt, noch davor, muss ich ehrlich zugeben, so einen Greenscreen kaufen. Also, damit ich halt schön ausgeschnitten bin, ohne halt dieses viereckige Webcam-Symbol. Keine Ahnung, das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Das sieht doch bestimmt recht geil aus. Bei Outlast, also so ein richtig geiles Horror-Dingenskirchen und dann halt mit Greenscreen, das kommt bestimmt recht geil. Mal gucken, ob ich das mache. Kostet ja auch nicht so viel. Ich meine, 15 Euro irgendwie für einen Greenscreen, glaube ich. Habe ich jedenfalls gesehen bei Amazon. Ja. Kann man sich eigentlich mal geben. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwas noch dazu braucht irgendwie. Nur ein Greenscreen, oder? Und natürlich ein Programm, der den Greenscreen auch erkennt. Hoffe ich mal, dass mein Aufnahmeprogramm von der Webcam den Greenscreen überhaupt erkennt. Keine Ahnung. Und da kommt wieder mal mein geiler Laserskill. Aber ich glaube, hier werde ich mal einen bekommen, oder? Ja! Guck dir das an! Ein Kill! Für eine 600er Abschlussserie, glaube ich. Oh Mann. Keine Ahnung, die Abschlussserien finde ich alle überhaupt nicht prall. Ich hatte auch noch nicht alle, von daher kann ich es eigentlich auch nicht so richtig sagen, aber ich kann so viel sagen, dass halt alle manuell sind und manuell gefällt mir überhaupt irgendwie nicht. Ich mag das lieber irgendwie, wie halt in Black Ops 2 zum Beispiel, einen Heli einfach anzufordern und der erledigt schon irgendwie alles. Und ich kann hier weiter rennen um mein Leben irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Ich mag das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und Battlefield wird euch auf jeden Fall auch noch erwarten. Werde ich irgendwann auch mal bringen. Vielleicht Battlefield 4 noch. Wenn nicht, dann auf jeden Fall Battlefield Hardline. Denn ich muss sagen, ich finde eigentlich Battlefield Hardline recht geil. Ja, viele sagen, oh, Battlefield Hardline ist nicht mehr das Battlefield. Battlefield Hardline ist total scheiße. Battlefield Hardline, fuck you. Aber ich muss sagen, zum Aufnehmen, sage ich mal, ne? Battlefield Hardline ist doch eigentlich recht geil. Wegen Battlefield Hardline orientiert sich eigentlich mal ein bisschen so leicht an COD. Halt, außer halt mit Battlefield ein bisschen drin, halt mit Autos und mit Grafik und so. Und wahrscheinlich auch ein bisschen etwas leicht größere Maps. Aber trotzdem muss ich sagen, Battlefield Hardline gefällt mir. Muss ich sagen, also zum Aufnehmen wird es bestimmt geil. Hat mir auch schon in der Beta eigentlich recht viel Laune bereitet. Ich bin sowieso eigentlich gar nicht so wirklich hart der Battlefield-Veteran. Außer halt Battlefield 2 war ich das. Aber seit Battlefield 3 oder Battlefield 4 muss ich sagen. Battlefield Bad Company 2 war ich noch recht gut der Battlefield-Veteran. Also, was heißt Battlefield-Veteran jetzt genau? Ich meine halt, große Maps gefallen mir irgendwie 10 Stunden irgendwie auf den Gegner zu laufen. Irgendwie die ganzen Helis und Panzer benutzen. Aber seit Battlefield 3 und Battlefield 4 muss ich sagen, oh, da spiele ich irgendwie lieber so Team Deathmatch oder so. Keine Ahnung. Muss ich ehrlich zugeben, also ist halt so, wie es ist. Ich mag halt lieber mehr den Nahkampf und alles Mögliche als halt
von der Ferne irgendwie aus zu agieren die ganze Zeit. Ist halt so. Jeder hat seinen eigenen Geschmack und so ist es halt. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder, diese ganze Battlefield-Terei. Genau. Das soll jetzt auf jeden Fall nicht heißen, irgendwie, dass ich sage, boah, Battlefield 4, ich will lieber nur die ganze Zeit Nahkampf-Maps spielen. Natürlich ist es halt irgendwie so, aber ich komme auch zurecht auf so eine etwas größere Maps. So ist es ja nicht. Naja, auf jeden Fall ist gleich die Runde vorbei. Das ist sehr schön. Dann habe ich wieder mal meinen Sold erfüllt mit den Nachkommentieren. Das ist auch die letzte Runde. Danach kommt nichts mehr. Und damit werde ich auf jeden Fall diesen Part schon mal beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer wieder. Wenn es wieder heißt, Scheiß Zero kommentiert Scheiß danach und bla. Und da ist nebenbei mein letzter Kill bloß, der wurde mir angehängt. Also, haut rein, Leute. Mit einem 30-14 nebenbei. Haut rein.